Hi und willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, guten Morgen, liebe Radlauffreunde. Wir stehen hier gerade in Dingelstedt am Start des Kanonenbahnradwegs, den wir euch heute in einem kleinen Video vorstellen wollen. Wir kennen ihn noch nicht, aber haben schon gehört, dass es hier auch einen coolen Tunnel geben soll und ein Viadukt, über das man allerdings nicht drüber fahren kann. Aber wir sind schon gespannt, wie es wird und werden euch auf jeden Fall mal ein paar Eindrücke davon mitbringen. Also wir hatten ja euch mal in einer Umfrage gefragt, welche Videos ihr am liebsten sehen wolltet, und da ging es eindeutig darauf hinaus, dass wir doch so Radrouten oder Radwege testen sollen. Das ist zwar heute nur ein sehr kurzer Radweg mit 32 Kilometern, aber wir wollen das einfach mal so als Test nehmen, und die eigentlich erste Folge dann dieser Reihe wird dann einen längeren Radweg natürlich abdecken. Das wird dann wahrscheinlich im August dann kommen, das Video. Mhm. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Kanonenbahnradweg. Und ja, wir sind auch schon ganz gespannt. Los geht's. Los geht's. Der Kanonenbahnradweg führt auf etwa 33 Kilometern von der thüringischen Kleinstadt Dingelstedt entlang der ehemaligen Bahnstrecke Leinefelde-Eschwege durch die sanfte Hügellandschaft des Eichsfelds bis in den hessischen Ort Frieda im Werratal. Wir starten unsere Radtour in Dingelstedt, idyllisch gelegen am Oberlauf der Unstrut. Hier besteht ein direkter Anschluss an den Unstrut-Radweg. Die Quelle der Unstrut und der Beginn des gleichnamigen Radwanderwegs befinden sich nur wenige Kilometer entfernt. Der Kanonenbahnradweg beginnt im Norden der Stadt mit einer neu asphaltierten Fahrradspur, die direkt neben dem noch vorhandenen Gleisbett verläuft. Dank einer einheitlichen Beschilderung mit Symbol und Beschriftung lässt sich der Radweg ohne Karte oder Navigation entspannt fahren. Weit entfernt vom motorisierten Straßenverkehr führt die abwechslungsreiche Strecke durch 5 Tunnel, über Viadukte und an alten Signalanlagen vorbei. Mehrmals ist ein Wechsel auf die andere Seite der Bahnschienen vorgesehen und entsprechend gekennzeichnet. Unterwegs laden viele, meist überdachte Rastplätze zu einer Pause ein. Die Eisenbahnverbindung von Berlin über Koblenz bis nach Metz in Elsaß-Lothringen wurde nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1871 als strategische Verbindung zu militärischen Zwecken geplant. Die 1880 fertiggestellte Strecke wurde im Volksmund als Kanonenbahn bekannt. Sie war ursprünglich zweigleisig angelegt, wurde aber nach Ende des Ersten Weltkrieges auf eingleisig zurückgebaut. Der Personenverkehr wurde Stück für Stück immer weiter zurückgeschraubt und schließlich in den 1990er Jahren komplett eingestellt. Heutzutage kann ein Teil der Strecke mit Draisinen befahren werden, und im Jahr 2019 wurde der durchgehend asphaltierte Radweg eröffnet. Ein Höhepunkt der Radroute ist mit Sicherheit der Kühlstädter Tunnel. Ein Eisenbahntunnel von 1530 Metern Länge, der ganzjährig geöffnet ist. Im Tunnel herrschen selbst im Hochsommer kühle Temperaturen von 8 bis 10 Grad. Es ist also hier sinnvoll, eine Jacke oder einen Pullover dabei zu haben. Im Inneren des Tunnels ist eine mit Bewegungsmeldern zu aktivierende Beleuchtung installiert. Und es befinden sich für den Fall der Fälle insgesamt 4 Notrufsäulen auf der Strecke. Der Kalkstein des Berges besitzt natürliche Wasservorkommnisse von sehr calciumcarbonatreichem Wasser. Mitten im Inneren des Berges treffen Reisende auf eine Wasserquelle. Ein außergewöhnliches Erlebnis, bei kühler Luft und im Dunkeln unter der Erde entlang zu radeln. Mit der Fertigstellung des Bahntrassenradwegs löste der Kühlstädter Tunnel den Milseburg-Tunnel als längsten Fahrradtunnel Deutschlands ab. Außer dem Kühlstädter Tunnel gibt es noch 4 weitere ehemalige Eisenbahntunnel zu befahren, die aber nur zwischen 150 und 350 Meter lang sind. Eine besondere Freizeitaktivität auf der Bahnstrecke ist auf jeden Fall die Fahrt mit einer Draisine. Die Strecke beginnt in Lengenfeld unterm Stein und führt bis zum Kühlstädter Bahnhof.
Es werden sowohl klassische Fahrraddresinen als auch größere elektrisch betriebene Fahrzeuge zum Verleih angeboten. An einer der zahlreichen Raststätten wurde sogar eine Grillmöglichkeit und eine Feuerstelle geschaffen. Ein absolutes Highlight der Strecke ist das 244 Meter lange und 24 Meter hohe Längenfelder Viadukt. Ein Meisterstück der Eisenbahntechnik des 19. Jahrhunderts. Es überspannt in einem malerischen Bogen den Ort Längenfeld unterm Stein. Leider darf das Viadukt aus Sicherheitsgründen lediglich mit der Draisine befahren, nicht aber mit dem Fahrrad oder zu Fuß überquert werden. Nach einer kleinen Bergetappe erreichen wir den ehemaligen Bahnhof von Längenfeld. Hier können die Draisinen ausgeliehen werden. Im Bahnhofsgelände befinden sich ein Imbiss und Toiletten. An einem Automaten können Fahrradschläuche gekauft werden, eine passende Werkzeug- oder Pumpstation gibt es aber nicht. Ein Stempel für das Sammelheft Thüringen kann hier auch abgeholt werden. Hinter Längenfeld verlassen wir parallel zum Fluss Frieda nun endgültig die ehemalige Bahntrasse und plötzlich biegt der Weg auf eine Landstraße ab. Dieses etwa 200 Meter lange Stück sollte aber das einzige auf der Straße außerhalb einer Ortschaft bleiben. In Geismar kommen wir an einer E-Ladestation und einem sehr unpraktisch aufgestellten Schild vorbei, dessen Richtungspfeil nicht vom Radweg aus zu sehen ist. Entlang einer großen Landstraße geht es weiter nach Großtöpfer. Hier befindet sich an der Kirche eine weitere E-Ladestation sowie eine Büchertelefonzelle, die für Lesestoff während des Ladevorgangs sorgt. Bald sind wir in Frieda, aber vorher fahren wir über die ehemalige innerdeutsche Grenze. Ein sogenannter Kolonnenweg erinnert an den alten Dienstweg von DDR-Grenztruppen. Die Betonplatten wurden deswegen erhalten und bilden das einzige nicht asphaltierte, aber trotzdem gut zu befahrende, recht kurze Stück der gesamten Route. Die letzten Kilometer fahren wir weiter entlang der Frieda in den gleichnamigen Ort. Hier endet die Route sehr unspektakulär und ohne jegliche Information am Kirchplatz. Wer möchte, kann jetzt hier weiter dem Werratal-Radweg östlich in Richtung Treffurt und Gerstungen folgen oder westlich bis zur Mündung in die Weser bei Hannmünden. Wie schneidet der Kanonenbahnradweg in unserer Bewertung ab? Für die Gesamtbenotung haben wir 6 Kriterien definiert, welche wir beide unabhängig voneinander bewertet haben. Unsere Punkte haben wir dann addiert und daraus ein gewichtetes Mittel berechnet. So haben die Kriterien Landschaft, Routenführung und Oberfläche mehr Einfluss auf die Gesamtnote als Beschilderung, Familientauglichkeit und Infrastruktur. Landschaftstechnisch haben wir es mit einer sehr reizvollen, aber weniger spektakulären Tour ohne größere Sehenswürdigkeiten zu tun. Hauptsächlich fährt man zwischen Bäumen und nur auf Brücken kann man den Blick weit ins hügelige Gelände schweifen lassen. Die Fahrt zwischen Muschelkalkfelsen macht aber großen Spaß und in Längenfeld unterm Stein beeindruckt das Eisenbahnviadukt. Wir vergeben 4 von 5 Zelte. Die Routenführung ist für einen Bahntrassenradweg erwartungsgemäß spitze. Auf fast der gesamten Strecke fährt man abseits des Autoverkehrs. Weder Ampeln noch Verkehrsschilder zwingen zum Anhalten. Die Eisenbahntunnel sind ein wahres Highlight. Ab Längenfeld verliert der Weg an Qualität und leider kann das Viadukt hier nicht mit dem Rad überquert werden. Wir vergeben dennoch knappe 5 Zelte. Die Oberfläche ist fast durchgehend asphaltiert. Nur in Längenfeld mussten wir über eine Baustelle fahren, welche aber nicht mit in die Wertung einfließt. Insgesamt gesehen ist die ganze Strecke aber auch für das Rennrad geeignet. Volle Punktzahl. Der Kanonenbahnradweg besitzt ein eigenes Symbol, welches an allen Radwegweisern zu finden ist. Verfahren kann man sich kaum. Allerdings sind uns teilweise falsche Kilometerangaben aufgefallen. In Geismar ist ein Schild irreführend aufgestellt und in Frieda gibt es keine Informationen zum Routenende. Deswegen ziehen wir einen Punkt ab und vergeben 4 von 5 Zelte. Wer mit seinen Kindern radeln möchte, findet hier eine sehr geeignete Strecke. Bis Längenfeld können Kinder ohne Bedenken alleine auf der breiten asphaltierten Strecke radeln. Bei Kühlstedt steht ein Spielplatz bereit. Und unterwegs können mit etwas Glück Ziegen oder Pferde beobachtet werden. Die Fahrt durch die Tunnel wird jedem Kind Spaß machen. Aber auch hier müssen wir einen Punkt für das Stück durch Längenfeld und bis Frieda abziehen. Die steilen Anstiege und die Fahrt auf Straßen sind nicht für alle Fahrradanfänger geeignet. Der gesamte Radweg ist aber breit genug für Kinderanhänger oder Lastenräder
und uns sind keine Poller oder Schranken aufgefallen, die problematisch werden könnten. Insgesamt vergeben wir 4 von 5 Zelte. Alle paar Kilometer gibt es einen schattigen Rastplatz mit teils tollen Ausblicken. Vor Längenfeld befindet sich sogar ein großer Grillplatz. Hier und da sind Gasthöfe ausgeschildert, in denen auch übernachtet werden kann. Vergebens sucht man allerdings Wasserspender und öffentliche Toiletten haben wir nur einmal in Form von Dixi-Klos gesehen. Auf der Strecke befinden sich ein Schlauchautomat und 2 E-Ladestationen. Dafür gibt es keine Möglichkeit zur Reparatur im Falle einer Panne. Leider sind sowohl Start als auch Ziel des Radwegs nicht optimal an den Zugverkehr angebunden. Wir vergeben daher 3 von 5 Zelte. Mit diesen Bewertungen erreicht der Kanonenbahnradweg ein stolzes Gesamtergebnis von 4 Zelten. Mit einem gewichteten Mittel von 4,4 ist er knapp an einer Top-Bewertung vorbeigeschrammt. Aber wir sprechen eine klare Empfehlung aus. Wenn auch nur 33 Kilometer lang, ist der Kanonenbahnradweg für alle Radfahrenden unabhängig von Alter und Fahrradtyp geeignet. Ein Nachteil ist die völlige Abwesenheit von Zuganbindungen entlang der Strecke. Selbst Dingelstedt hat keinen Bahnhof und kann nur vom 3 Kilometer entfernten und etwa 50 Meter höher gelegenen Bahnhof Silberhausen erreicht werden. Dieser liegt auf der zum großen Teil eingleisigen Verbindung zwischen Erfurt und Kassel, die nur von kurzen Dieselzügen befahren wird. Hier kann es mit Rädern sehr eng werden. In Frieda angekommen, liegt der nächste Bahnhof 7,5 Kilometer entfernt in Eschwege, von wo aus nur Züge in Richtung Göttingen und Bebra fahren. Die Bahnhöfe Silberhausen und Eschwege sind über den Ort Eichenberg miteinander verbunden, sodass der Rückweg in etwa einer Stunde mit einem Umstieg möglich ist. Das war jetzt also der Kanonenbahnradweg. Wir hoffen sehr, dass es euch Spaß gemacht hat, mitzufahren und diesen Bahntrassenradweg mit uns zusammen zu erkunden. Ja, und wie gesagt, das war jetzt ein kleines Testvideo zu unserem Format, das wir dann nutzen möchten, um auch längere Radrouten zu testen. Wir haben da auch schon 2, 3 im Sinn. Wie gesagt, im August werden wir dann den ersten fahren. Ob dann das Video auch gleich noch in den Monat rauskommt, werden wir sehen. Ja, und schreibt doch gerne mal in den Kommentaren, ob euch das so gefallen hat oder ob ihr da gerne noch andere Infos haben würdet in dem Video oder was euch am wichtigsten ist, wenn ihr euch so einen Radweg informieren wollt. Wir sammeln da gerne jegliches Feedback und würden das dann in das erste richtige Video dann auch mit einbauen. Na klar, die Videos sollen ja vor allem für euch sein. Genau, und in dem Sinne freuen wir uns dann, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet und dann sehen wir uns ja dann wieder. Bis ganz bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.